Also, dann Ihnen und euch allen herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor Spieltag 8. Freitagabend 18.30 Uhr ist der VfL Osnabrück hier zu Gast in der Britta Arena. Für die Partie erwarten wir 3.500 Zuschauer und darunter 400 Gästefans. Das von meiner Seite vorab, Rüdiger, und dann hast du das Wort. Bitte schön. Ja, ich denke, das Wichtigste ist, was wir diese Woche zu tun hatten, uns unserer Situation bewusst zu werden. Das ist das, was wir auch versucht haben, der Mannschaft klarzumachen, dass wir uns mit dieser Situation beschäftigen müssen, dass wir diese Situation annehmen müssen und eben versuchen müssen. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Aus so einer Situation kann man rauskommen. Und ich und auch die Mannschaft sind bereit, natürlich alle Kräfte zu sammeln, alle Kräfte zu bündeln, dass wir angeschlagen sind, dass wir angenockt sind nach den Ergebnissen. Ist kein Geheimnis, beziehungsweise ist es auch nicht zu verheimlichen, sondern das ist eine ganz normale Geschichte. Aber entscheidend ist, dass du eben trotzdem gewisse Kräfte noch hast, dass es eben viele Dinge gibt, die uns zusammenschweißen, und diese Dinge müssen wir eben jetzt bündeln und müssen in der Lage sein, eben aus diesen Kräften dann eben auch fürs Spiel am Freitag die nötige Konsequenz, die nötige Entschlossenheit auf den Platz zu bringen. Ja. Was ich sagen muss, ist, dass die Zuneigung bzw. auch die positive Stimmung von Seiten des Vereins, von Seiten auch der Fans, auch da sehr, sehr viele positive Zuneigung, gibt mir persönlich auch sehr, sehr viel Kraft. Ja. Und ich habe diese Situation vor 2,5 Jahren hier schon erlebt, und da war es auch extrem wichtig, die Kräfte zu bündeln. Als wir damals in der dritten Liga in einer ähnlichen Situation waren, jetzt sind wir Gottes zum Glück nicht in der dritten Liga in dieser Situation, sondern eben in der zweiten Liga. Und jetzt geht es eben darum, genau das anzupacken, was nötig ist. Ja, dass wir individuell weniger Fehler machen müssen, dass wir es schaffen müssen, aggressiver Fußball zu spielen, dem Gegner mehr weh zu tun, dass wir schauen müssen, dass wir eben auch die Fehler, die wir machen, gegenseitig uns zu unterstützen und auszubügeln, ist, glaube ich, eine klare Sache. Und das ist auch das, wo wir den Anhaltspunkt haben. Meine Aufgabe ist es, der Mannschaft eben diesen Glauben an die defensive Stabilität zurückzugeben, wie eben auch das, was wir vor 2,5 Jahren hatten, was wir sonst auch immer wieder hatten, wenn wir mal diese Gegentoranzahl hatten, dann muss der Glaube wieder zurück. Es nützt nichts, dass die Jungs, und das sagen sie mir auch, wissen, was sie im Endeffekt auch falsch machen, beziehungsweise was sie zu tun haben, sondern sie müssen diesen Glauben dran setzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zur personellen Situation sieht es so aus, dass Benedikt Röcker klar ausfällt durch die rote Karte, wie auch durch die Gehirnerschütterung. Ihm werden wir jetzt natürlich auch die Zeit geben, sich wieder zu regenerieren. Trotzdem aber sehr, sehr viele positive Nachrichten, was das Lazarett angeht. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach auch in unserer Situation zu wissen, okay, jetzt kommt auch nochmal der eine oder andere Spieler zurück. Niklas Schimnowski und auch Törles Knöll haben mit der Mannschaft schon trainiert, beziehungsweise haben individuell schon eine sehr, sehr hohe Belastung gehabt. Auch Marvin Ajani ist im Individualtraining auch schon sehr, sehr weit, sodass er vermutlich im Laufe der nächsten Woche ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und genauso sieht es auch bei Tobias Schwede aus und auch Jules Schwadorf, die auch alle schon mit auf dem Platz waren in dieser Woche. Und das ist einfach auch ein sehr, sehr positives Gefühl für uns. Für den Freitag stehen im Endeffekt aber nur Törles Knöll und Niklas Schipnowski noch in dem Bereich drin, dass sie wirklich auch in den Kader reinrutschen können. Alle anderen Verletzten oder Langzeitverletzten sind eben immer noch angeschlagen. Das war es von meiner Seite. Max, der Trainer hat die Situation angesprochen. Wie geht ihr als Mannschaft im Moment damit um? Wie wichtig ist es, den Glauben zu bewahren und auch weiter voranzugehen? Ja, von mir auch erstmal hallo. Ja, natürlich, der Trainer hat das Wichtigste eigentlich schon alles angesprochen. Aber für uns als Mannschaft ist es halt auch wichtig, zu wissen, was wir können, und den Kopf weiter oben zu behalten, weil es bringt uns ja jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und nicht mehr weiterzumachen. Es geht einfach darum, die individuellen Fehler abzustellen und dann zu wissen, dass wir auch Spiele gewinnen können. Und ich glaube, für uns ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir ins Spiel gehen mit dem Gefühl, wenn wir das Spiel gewonnen haben, was danach für ein Gefühl für uns ist, und nicht mit dem Thema, was passiert, wenn wir verlieren. Also wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, und das haben wir unter der Woche bis jetzt auch gut gemacht im Training. Vielen Dank dir bis hierhin, und dann sind wir bei Ihren und euren Fragen. Kurzes Handzeichen, und dann fangen wir vorne bei Manfred Schäfer an. Rüdiger, du hast gegen Regensburg mit der Viererkette 5 kassiert, jetzt mit der Dreierkette 5. Was machst du jetzt? Achterkette.
Nein, wir werden dranbleiben. Es liegt nicht an der Fünferkette oder an der Viererkette. Ja. Wer diese Gegentore sieht vom vergangenen Wochenende, ja, ich glaube, dem ist sich bewusst, dass es nichts mit der Grundordnung zu tun hat. Ja. Wir haben das erste Gegentor nach einer Standardsituation bekommen, wo der Ball im Rückraum gespielt wird, wo wir sicherlich auch einen individuellen Fehler machen. Wir haben das zweite Gegentor durch einen Ballverlust am eigenen 16er bekommen, was einfach nicht passieren darf. Wir haben das dritte Gegentor bekommen nach einer Standardsituation für uns, ja, wo wir uns an der Mittellinie im Endeffekt über einen Haufen rennen. Und das vierte Gegentor aus einer Standardsituation, wo es kein Freistoß war und was aus einer Abseitssituation entstanden ist, wo keiner eingreift. Also von daher hat es nichts mit der Grundordnung zu tun. Ja. Das einzige Gegentor, was wir bekommen haben, was mit einem taktischen Fehler zu tun hatte, war das fünfte. Das heißt, wir müssen die individuellen Fehler abstellen. Und wenn wir das schaffen und dann eben auch das Quäntchen Glück auf unsere Seite ziehen, was die Entscheidungen angeht, dann sind wir sicherlich in der richtigen Richtung unterwegs. Aber wichtig ist, dass die Mannschaft einfach diese defensive Stabilität auch vorlebt. Ja, du musst das Glück auch erzwingen. Und da hat mir einfach die Intensität und die Aggressivität im Zweikampf gefehlt. Und wenn wir die an den Tag legen, dann werden wir auch ein erfolgreiches Spiel abliefern. Ach, Grundordnung. Ich glaube, dass wir beides jetzt ganz gut drin haben. Ja, ich glaube, dass wir in Fürth ein hervorragendes Spiel mit der Dreierkette gespielt haben. Und ich glaube, wer uns die letzten 2,5 Jahre verfolgt hat, dass wir auch mit der Viererkette sehr, sehr viele gute Spiele gemacht haben. Die Mannschaft fühlt sich in beidem wohl. Ja, jetzt geht es eben darum, einfach zu sehen, wo fühlt sie sich noch wohler. Ja, und wo kann sie eben noch mehr Stabilität und noch mehr Glaube aus der Situation schöpfen. Und aus welcher Grundformation sie mehr Glauben schöpfen kann, die werden wir sicherlich dann auch spielen. Auch was das Personelle angeht, müssen wir eben auch gucken, was am besten passt, auch zum Gegner, werden wir sicherlich das eine oder andere Auge drauf werfen und dann werden wir uns für eine Formation entscheiden, aber ich denke, dass wir da ganz gut flexibel unterwegs sind und beides können, aber beides muss eben ohne individuelle Fehler passieren. Matthias. Ja, die Tage ist die Torhüterfrage mal wieder aufgekommen. Welche Eindrücke gibt es da jetzt aus den bisherigen Trainingstagen der Woche und inwiefern ist ein Lukas Watkowiak mit so Spielen, die nicht so toll sind, vielleicht noch belastet? Kriegt er sowas leicht aus den Klamotten wieder raus? Wie ist da Stand der Dinge? Ja, den Rat, den ich jedem geben kann, ist, wenn er ein schlechtes Spiel gemacht hat oder ein Spiel gemacht hat, mit dem er nicht zufrieden sein kann, ja, wo er eben auch selber vielleicht nicht an seine Leistungsgrenze gekommen ist, dann muss ich einfach brutal gierig sein. Ja, in der nächsten Trainingswoche, da muss ich mehr tun, da muss ich vielleicht auch individuell mich nochmal quälen und schauen, dass ich Dinge verbessere. Das ist das A und O. Das ist Profifußball, das ist Fußball, das ist Leistungssport. Ja, wenn ich etwas nicht gut gemacht habe, dann muss ich unbedingt dran arbeiten, es zu verbessern. Und das erwarte ich einfach von jedem Spieler. Ja, geht jetzt gar nicht um die Torhüter-Situation, sondern im Endeffekt um jeden Spieler, dass ich einfach erwarte von den Jungs, wenn sie ein Scheißspiel oder ein schlechtes Spiel gemacht haben, wie es letzte Woche war, beziehungsweise die individuellen Fehler gemacht worden sind, dann müssen sie von einem anderen ausgebügelt werden oder am besten ich packe mich an der eigenen Nase und versuche mich da auch wieder rauszuziehen. Und dieses Gefühl habe ich diese Woche gehabt. Ich kann von einer sehr, sehr guten Stimmung im Training sprechen. Ja, trotz dieser Situation von einer sehr, sehr konzentrierten Stimmung im Training sprechen, ja, auch von der konzentrierten Arbeit der Jungs. Und das überzeugt mich immer noch, dass wir es eben in der Hand haben, aus dieser Situation auch selber rauszukommen, wenn wir eben die richtigen Schlüsse aus den Situationen ziehen. Und das erwarte ich natürlich von jedem Spieler, auch von den Torhütern. Manfred Schäfer. Hat er das denn diese Woche gebracht, was du jetzt dir vorgestellt hast? Ja, es ist nicht so, dass irgendeiner nichts gemacht hat. Aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt ein Auge immer auf alle und nicht auf jeden Einzelnen. Ja, aber ich gucke mir das schon ganz genau an und jeder wird hinterfragt, das ist klar. Jeder muss im Endeffekt seine Leistung bringen. Ja, im Moment sind wir insgesamt nicht in der Form oder nicht in der Situation, dass sich irgendeiner sicher sein kann, am nächsten Spiel oder dieses nächste Spiel wieder zu spielen. Ja, und genauso ist es auch bei der Torwart-Situation. Auch da wird die Leistung hinterfragt und Leistung überprüft. Und Watti hat ein großes Potenzial, dass das werde ich ihm immer bescheinigen, hat jetzt aber auch eben nicht dieses Spiel gemacht, was wir uns alle gewünscht haben, was er sich sicherlich noch mehr gewünscht hat. Und deswegen werden wir schauen, wie da die Entscheidung fällt auf Freitagsspiel. Heißt, es könnte auch einen Wechsel geben? Es kann immer einen Wechsel geben. Ja. Es kann bei jeder Position. Ja, es kann, ja, doch, natürlich. Ja, es kann immer einen Wechsel geben. Wenn irgendwo eine Leistung nicht stimmt und da können wir uns, glaube ich, keiner kann sich da rausnehmen, dann kann es einen Wechsel geben. Und das ist natürlich genauso in der Torwartsituation wie auch in jedem Feldspieler. Ja, es gibt keinen, der sich da rausnehmen kann, wobei ich sagen muss, dass ein Stefan Aigner oder auch ein Manuel Schäffler natürlich in den letzten zwei Spielen mit 3 Vorlagen und 3 Toren uns natürlich auch sehr, sehr viel Mut gibt, ja, dass wir nach vorne hin
immer wieder Aktionen haben. Aber entscheidend ist, dass die beiden auch da in der Lage sein müssen, defensiv mitzuarbeiten. Ja, sie haben ein gutes Spiel nach vorne, aber wir haben insgesamt ein schlechtes Spiel nach hinten. Und da zählen alle 11 Spieler dazu, vom Torwart angefangen bis zum Mittelstürmer. Und jeder muss sich dementsprechend dieser Situation stellen. Matthias. Eine Personalie noch. Am Samstag saß Jeremias Lorch zwei Reihen vor mir auf der Tribüne. Ist er am Wochenende einsatzfähig? Ja, also er hat diese Woche auch jetzt wieder komplett trainiert, was auch ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich, ja, der uns auch gefehlt hat, aufgrund seiner Aggressivität, seiner Laufstärke, ja, auch seiner fußballerischen Qualität, auch dass er natürlich nach vorne hin auch immer Gefahr erzeugt hat. Das haben wir jetzt in dieser Saison auch schon mehrfach gesehen. Wir kennen es aus dem Relegationsspiel. Er ist natürlich schon auch ein zentraler Mittelfeldspieler, der auch eine gewisse Torgefahr hat, sowohl bei Standardsituationen als auch aus dem Spiel raus. Und ich bin froh, dass er jetzt auch wieder trainiert, genauso wie froh wie ich bin ich natürlich über die Jungs, die jetzt nur im individuellen Training sind. Ja, wenn ich gesehen habe am Dienstag oder gestern, wo wir in die Trainingswoche gestartet sind, wenn dann Tobias Schwede und dann Marvin Adjani wieder auf dem Feld stehen und jetzt erstmal individuell trainieren. Aber ich glaube, das gibt der ganzen Mannschaft einfach auch einen Push. Ja, weil ich glaube schon, dass das uns extrem getroffen hat, diese Ausfälle mit dieser Qualitätsstufe, die wir hinnehmen mussten, ja, die alle ein Stammspielerpotenzial haben, alle in der ersten Elf stehen könnten. Ja, und von daher war es schon ein harter Schlag in den letzten Wochen, was uns da weggebrochen ist. Und deswegen sind wir, glaube ich, alle, nicht nur ich als Trainer, sondern auch die Spieler, sehr, sehr glücklich drüber, dass der ein oder andere in der nahen Zukunft wieder zurückkommt. Jetzt am Freitag Osnabrück, ich habe mal nachgeschlagen, seit du Trainer bei uns bist, haben wir 5-mal gegen Osnabrück gespielt und 4-mal gewonnen. Hört sich gut an. Ist aber womöglich in der aktuellen Phase nicht ganz so viel wert, Fragezeichen? Es ist immer was wert, aber eine Statistik ist halt auch immer dafür da, um sie irgendwann zu brechen, beziehungsweise irgendwelche Serien. Aber ich weiß auch, dass ich Osnabrück in den 5 Spielen, wo ich jetzt vermutlich gegen sie gespielt habe, wenn du mir das so sagst, und wir haben 4-mal gewonnen, dann weiß ich aber auch, dass sich Osnabrück in den letzten 1,5 Jahren extrem verändert hat und verbessert hat, ja, in vielen Situationen. Ich glaube, dass Daniel Thun eine hervorragende Entwicklung mit dem Verein eingeschlagen hat, auch wenn er im ersten Halbjahr sicherlich noch sehr, sehr viele und sehr, sehr große Schwierigkeiten hatte. Aber das, was da sich entwickelt hat in diesen 1,5 Jahren, das ist sehr, sehr positiv. Und wir wissen, dass ein harter Brocken auf uns zukommt. Wir wissen aber auch, dass es ein Gegner ist, den wir schon mal geschlagen haben, den wir schlagen können. Ja, und dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber wir müssen es im Endeffekt selber anpacken, uns selber in unserer Leistung einfach zu verbessern. Bitte schön. Danke. Ich wollte nur mal fragen, Sie sind jetzt aus der dritten Liga aufgestiegen. Und dazu gehört ja schon auch, dass man irgendwie einen guten Lauf hat auch, dass es mental gut läuft und von dem, was man bringt. Woran liegt es jetzt in der zweiten Liga, dass das nicht klappt? Also wo muss man anknüpfen an das, was da der Standard ist vom Fußballerischen her? Oder ist es vielleicht wirklich einfach ein Tief mental? Ja, ich glaube, in unserer Situation kommen viele Sachen zusammen. Ja, ich glaube sowohl, dass wir natürlich angeknackst sind mental durch die Misserfolge, das ist ja ganz klar. Ja, wenn du mal 1-2 Spiele nicht erfolgreich bist, dann hoffst du, dass du irgendwie aus dieser Situation rauskommst. Jetzt sind wir da ein bisschen reingerutscht, hatten viele Situationen, wo wir eigentlich hätten diesen Bann durchbrechen können. Wenn ich an Bochum denke, wo viele sicherlich auch dabei waren. Wenn ich an Fürth denke, ja, was sicherlich auch ein Spiel war, wo wir für uns entscheiden könnten, ja, zumindest punktemäßig auch was mitnehmen müssen. Das sind alles so entscheidende Momente auch in Spielen. Ja, wenn ich jetzt an den kommenden Gegner zurückdenke oder genau hinschaue, dann sage ich, hat er in Sandhausen genau diesen einen Moment gehabt, um einfach in dieser Liga anzukommen. Ja, und das ist uns im Moment noch nicht gelungen. Sie haben mit ihrer Mentalität sich brutal viel erarbeitet und sind in Sandhausen damals am zweiten Spieltag mit einem sensationellen Freistoß, ohne jetzt die haushoch überlegene Mannschaft zu sein, aber mit einem sensationellen Freistoß von Alvarez, unterkante Latte und minimal hinter der Torlinie, was bis heute, glaube ich, nicht ganz bestätigt werden kann, ob er drin war oder nicht, aber eben mit dieser Entscheidung positiv beeinflusst worden und haben damit eben diese Kraft geschöpft, dann das nächste Spiel dann auch wieder positiv zu gestalten. Das sind diese Momente, die du brauchst, und an diesen Momenten musst du aber auch arbeiten. Und das ist entscheidend, dass wir es schaffen, diese Momente für uns herzustellen. Ja, wir hatten viele Situationen, wo wir diese Momente hätten bekommen können, aber sie nicht gepackt haben. Und jetzt geht es eben darum, daran weiter dran zu glauben, ja, den Jungs in diesen Glauben zu vermitteln und auf diesen Moment nicht zu warten, sondern uns diesen Moment zu erarbeiten und dann eben da zu sein, wenn wir dieses erste Spiel gewonnen haben, dass es dann einfach eine Befreiung ist. Ja, und dass es dann natürlich auch weitergehen muss, das wissen wir auch. Aber diesen Moment brauchen wir. Matthias.
Noch eine Frage an dich, Max. Zum Trainer hat ja die Stimmung soweit schon angesprochen. Wie siehst du sonst so Spiele? Beginnt er, meint er, nach dem Spiel in der Kabine schon so untereinander die Aufarbeitung? Oder wie stellt sich das dann dar, wenn man sich dann beim nächsten Training morgens so wieder trifft? Ist das dann noch im vollen Gange oder Gesprächsthema? Ja, also grundsätzlich, wenn dann überhaupt nach dem Spiel. Und direkt nach dem Spiel ist halt immer schwierig, weil da sind die Emotionen immer noch hoch. Und jetzt in unserer Phase halt die Enttäuschung halt dann auch groß nach dem Spiel. Das arbeitet man dann halt entweder am nächsten Tag auf oder halt, wenn wir die Videoanalyse machen, dann wird man da halt alles klar ansprechen, was einem halt missfällt oder was nicht gepasst hat. Aber direkt am Spieltag ist es immer schwierig, dann von Emotionen her so objektiv zu sein, um die Fehler zu erkennen. Ich würde gerade noch eine Frage anschließen. Du bist ja jetzt auch schon einer der Erfahreneren in der Mannschaft. Wir haben eine Menge Spieler dabei, die doch deutlich jünger sind. Ist da dein Eindruck, dass die soweit alle fit im Kopf sind, dass sie das nicht mehr belastet als nötig? Oder kannst du da gegebenenfalls auch ein bisschen helfend einwirken, dass du dem einen oder anderen mal zur Seite nimmst und ein bisschen Mut zusprichst? Ja, grundsätzlich macht man das halt schon, da dem einen oder anderen unter die Arme zu greifen, wenn er mal gerade ein extremes Tief hat oder was auch immer. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir mental so weit stark sind, dass wir aus der Situation rauskommen können. Und ein Stück weit haben wir uns den Beruf ja auch ausgesucht. Und wir wurden nicht gezwungen, hier in der Situation zu sein, sondern als Mannschaft bin ich dafür überzeugt, dass wir das packen werden und die älteren Spieler sich da einbringen werden und die Jüngeren unterstützen. Gibt es weitere Fragen? Dann scheinen wir für den Moment durch zu sein. Freitagabend geht es hier an Ort und Stelle weiter. Vielen Dank fürs Kommen. Bis dahin.